Oh, hey, was geht ab, Leute? Hier? Es ist Montag, das heißt Max Out Monday. Bester Tag in der ganzen Woche. Und heute wird endlich Cobalium gemaxt. Ich habe da 2,98er gefangen. Leider kein 100er. Und Cobalium ist nur noch 2 Tage da. Nur noch heute und morgen. Morgen Abend, für uns am Mittwoch, kommt dann Terrakium. Und der soll ganz gut sein. Und dementsprechend wird es dann endlich wieder ein bisschen mehr abgehen mit den Rates, weil Cobalium war echt tot. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie bei euch so die Cobalium Rates waren. Waren die auch so tot wie bei mir? Und habt ihr einen guten bekommen? Und natürlich, was habt ihr diese Woche gemaxt? Wie gesagt, wir fangen an mit Cobalium. 98%. Ich wusste nicht mal, dass es ein 98er ist. Hatte nur ein Gefühl. Ausgehend davon, was bis der so gefangen wurde, dass der gar nicht so schlecht ist. Hatte ganz tief im Herzen noch die Hoffnung, dass es ein 100er ist. Und dann gefangen und war ein 98er. Also so uninteressant war der, dass ich das nicht mal auswendig wusste. Aber ja, 98 auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich zeige euch dann später oder gleich danach auch noch, wie viel ich überhaupt gemacht habe. Und dann muss ich mir noch ganz spontan überlegen, was ich alles maxe. Denn Rocket Event war ja am Wochenende, aber dazu gibt es nichts Passendes. Dann gab es natürlich die super effektive Woche, die auch morgen endet. Ich meine, man könnte Teddy Ursa maxen, aber eigentlich mache ich es ja so, dass für das Event das schillernde Pokémon gemaxt wird. Das wäre in dem Fall Tentacle und Tentoxa. Habe ich aber schon gemaxt. Natürlich, Gen 1 habe ich beinahe alles gemaxt. Und Ursaring oder Teddy Ursa würde ich dann erst maxen, wenn der in Shiny rauskommt. Kann man ja leider nicht. Deswegen können wir den nicht maxen. Oder werden wir den nicht maxen. Ich habe mir überlegt, Alola. Ich hatte mal vor, ein Alola Special zu machen, aber erstens fehlen mir dafür immer noch zu viele Alolas. Da fehlen mir noch Alola Kukwai, Alola Raichu, Alola Dicta und Alola Vulpix. Die habe ich noch nicht in gut. Dementsprechend können wir noch... Und ein paar Alolas habe ich schon gemaxt, deswegen macht das eigentlich gar keinen Sinn mehr. Können wir langsam starten und dann die Alolas maxen. Zum Beispiel heute entweder Sandan oder Radfatz. Die habe ich beide nämlich auf 100. Und dann habe ich die Woche meinen krassesten Glückstausch bekommen. Der muss natürlich gemaxt werden. Der wird auf jeden Fall gemaxt, auch wenn der noch nicht shiny am Start ist. Der ist zu saftig. So. Oh, der kommt sogar über 3000, oder? Knapp nicht, nee, knapp nicht, so wie es aussieht. Oder doch? Wie viel kann ich noch pushen? Zweimal? Zweimal kann ich noch? Ah doch! Der kommt über 3000. Wieso habe ich 28 Bonbons zu viel? Oh, schade. Habe ich mich, glaube ich, irgendwie verzählt. Ich wollte natürlich genau auf die 248 Bonbons kommen, aber irgendwie habe ich 28 zu viel. Naja, hier. 98er Cobalium auf Max. Dann, wie gesagt, haben wir noch einen Gutfratz. Und zwar den kleinen hier. Uff, der ist aber super, super low. Egal. Was sein muss, muss sein. Den machst du mal schnell. Das kommt aber wahrscheinlich im Schnelldurchlauf, weil der ist zu low. Viel, viel, viel zu low. Das dauert einfach zu lange. Alter, der ist viel, viel, viel zu low. Oh, das dauert so lange. Aber ich bin immer noch der Meinung, ein Direkt-Max-Knopf würde eine Menge Spaß wegnehmen. Oder ein Riegler. Dieses langsame macht schon Spaß. Langsam sehen, wie der Staub untergeht. Langsam sehen, wie das Pokémon stärker wird. Irgendwie habe ich Gefallen daran gefunden. Ist es mir ans Herz gewachsen, dieses langsame. Nach den ganzen Pokémon über die Jahre, die ich so gemaxt habe. Ich fände es dann schon schade, wenn man es einfach direkt auf Max regeln könnte. Aber wäre natürlich zeiteffizient, weil das dort wahrscheinlich
7, 8 Minuten oder so. Leidend! Oh Mann, dauert das lange. Der war echt viel zu low. Es gibt ja diese Power-Up-Quest. Normalerweise versuche ich die Sachen, die wirklich low, ganz, ganz low sind, mit der Quest immer ein bisschen zu maxen, ein bisschen zu pushen, dass sie dann für den Max of Monday nicht ganz so low sind. Aber der ist unter dem Radar geflogen. Ist mir erst neulich eingefallen, dass ich den maxen will. Sonst hätte ich ihn in der Zwischenzeit schon ein bisschen gepusht, immer mit der Quest. Auch wenn die Quest ziemlich schlecht ist, da kommen die drei Starter raus von Gen 1. Aber mache ich halt trotzdem immer. Ich versuche eigentlich jede Quest oder die meisten zu erfüllen. Wenn es halt so eine Quest ist, die ich direkt am Ort, an dem ich sie bekomme, erfüllen kann. Das heißt jetzt nicht, kämpfe in einem Raid oder so, schmeiß ich dann weg, weil. Außer ich gehe zu einem Raid, aber ich mache jetzt nicht extra für die Quest einen Raid, sozusagen. Geschafft! Ein Push noch. Und mir fällt gerade auf, ich habe vergessen euch Kobalium zu zeigen. Zeige ich euch jetzt. 100% Max Alola Radikal. So. 17,5 und normales Radikal lag 17,30. Genau. Kobalium, Moment. Kobalium für euch mal. Hier. 27 gemacht und 24 gefangen, was eine ziemlich gute Quote ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich einmal auf Raid-Tour war oder zweimal. Raid-Stunden-Raid-Tour. Und da machen wir ja so viele, wie es geht eigentlich. Und da werden auch Lobbys gestartet, bevor man fertig gefangen hat und so. Und ich verwende nie goldene Bären oder gar keine Bären, außer es ist ein guter, den ich haben will. Für alle anderen habe ich aufgehört, Bären zu verwenden, sondern fangen die nur noch normal und Bären werden nur noch für Arenen verwendet. Deswegen ist 24 von 27 schon eine starke Ausbeute. Und der letzte ist von dieser Woche, von letzter Woche, von einer meiner vielen Glückstäuscher. 100er Ninja Tom. Sehr, sehr saftig. Ja, freut mich natürlich, weil es ist ein relativ seltenes Pokémon. Nur letztes Jahr irgendwann im Durchbruch. Die Leute haben maximal 4-5 Stück. Spiel. Ah, okay. Spiel hat gehangen. Wollte nicht gemaxt werden. Und natürlich Glücks, das heißt, nur halbe Sternenstaubkosten. Was natürlich auch sehr wichtig ist. Wir müssen sparen, wo es geht und Staub machen, wo es geht. Denn wir haben noch eine Menge Pokémon zu maxen. Wir sind gerade mal bei der Hälfte ungefähr. Gen 4? Also Gen 5 ist neu rausgekommen, das zähle ich noch nicht. Also 5, 6, 7 und 8. Nein, wir sind weit weg von der Hälfte. Die kommen halt erst noch komplett raus. Und Gen 1 bis 3 haben wir fast alles gemaxt. Da fehlt halt echt nicht mehr so viel. Und Gen 4 haben wir, sagen wir mal, eine gute Hälfte. Das heißt, wenn wir uns ins Zeug legen, weil viele befürchten, dass ich zu weit im Minus bin, weil halt so viele Gens immer rauskommen. Jetzt kommt halt Gen 5. Ich habe noch nicht mal Gen 4 fertig gemacht sozusagen, aber ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. So, wir haben so lange gepusht. Bildschirm wollte sich schon ausschalten. Bildschirmschoner. Und wir fallen auch unter die 6 Millionen, 5 Millionen. Schön wär's, wenn wir noch 6 Millionen hätten. Alter, sieht das leiden aus. Plus 5, plus 6. Oh Mann, ey.
leiden. Diesen Push fallen wir runter. Ah, ah. Steht wieder eine 4 da vorne. Leiden vor. Aber 3 Pokémon von der Liste abgehakt, also. Ich freue mich. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Mein großes Ziel, jedes Pokémon einmal auf Max zu pushen. In der bestmöglichen Form, die ich halt da habe. Sind zum Glück meistens 100er. Wenn nicht, dann versuche ich 98er Luckys zu pushen. Ich habe 2 96er bisher gepusht, glaube ich. Und die habe ich bisher immer bereut. Also ich gehe echt nicht mehr unter 98. Außer, also ich habe schon auch schlechtere Sachen gepusht. Zum Beispiel 2 meiner Despoter sind 93 und schlechter. Habe auch schlechter gemacht mal. Aber ich habe auch 100 auf Max. Deswegen, die Duplikate sind dementsprechend dann egal. Und fertig. Die 2 haben echt lange gedauert. Aber, ja, Ninja Tom Max 100% lucky. Softy, softy. Und natürlich haben wir noch eine Box am Start. Grüße gehen raus an Woodbox. Link ist in der Beschreibung. Jeden Monat schicken die mir eine Box zum Thema Gaming, Geek und Nerd Stuff. Das wurde einzeln irgendwie verschickt. Hat wohl nicht mehr reingepasst. Habe ich auch schon verwendet und aufgemacht. Denn da stehen alle X-Rays für morgen drin. Bisschen Planung muss sein, denn ich habe 5 Einladungen, 5 X-Rays morgen. Freut euch auf das Video. Ist übrigens mein erster Regigigas X-Ray dann, weil letzte Woche hatte ich keine Einladung. Ich habe zwar schon einen durch das Ticket, aber X-Ray noch nicht. Witch King, Lord of the Rings, Herr der Ringe. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Q-Fig-Figur. Eigentlich ist immer so eine Figur am Start. Ich könnte echt irgendwann so eine Sammlung starten mit den ganzen Figuren. Dragon Ball! Magneten! Oldschool Dragon Ball. Das blau-rote Dragon Ball nochmal. Alter, ist das alt. Kid Goku, Mugen Roshi, Yamcha, Krillin. Wird auf jeden Fall an den Kühlschrank geheftet. Und natürlich auch immer ein Shirt am Start. Naruto Shippuden. Naruto Shippuden, interessant. Dazu kann ich nur eins sagen. Nee, nicht super saftig, sondern believe it. Vielen Dank Woodbox für diese Box. Und das war's von mir und dieser Woche Max on Monday. Schreibt gerne unten in die Tage, was ihr gemacht habt. Das war's von mir, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.